Warum ist es in Ordnung, in einem rassistischen Kontext zu sagen, jetzt hab dich doch mal nicht so. Doch, ich hab mich so, weil du verletzt mich, du verletzt meine Gefühle und du gehst in meinen Bereich. Du überschreitest meine Grenzen und das ist einfach nicht in Ordnung und ich muss das auch nicht hinnehmen und ich möchte einfach dafür Offenheit haben. Es ist Glück, das entscheidet, wo man geboren wird und welche Staatsangehörigkeit man hat und ob im eigenen Land Krieg ist oder ob man fliehen muss oder nicht, das entscheidet man selber nicht. Es gibt einem das Gefühl, dass man nicht dazugehört und dass man sich immer dafür rechtfertigen muss, warum man gerade da ist, wo man ist. Ich will mich nicht dafür rechtfertigen, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Ich bin genauso Teil dieser Gesellschaft wie alle anderen auch. Ich wünsche mir weniger von weißen Menschen, dass sie sich klar gegen jede Form von Rassismus positionieren, ganz gleich, ob es Rassismus in Wort oder in Tat oder in Strukturen ist. Ich habe oft das Gefühl, wenn jemand im Raum etwas Rassistisches sagt, dann gehen die Blicke oft auf mich. Und in Momenten wie diesen würde ich mir wünschen, dass auch weiße Menschen oder nicht betroffene Menschen einspringen, laut sind, mich nicht alleine lassen, sondern sich auch stark machen gegen Rassismus. Antirassismus nimmt niemandem etwas weg, aber Rassismus nimmt Menschen ganz viel. Es ist nicht einfach nur eine oberflächliche Sache. Wenn ich etwas gut mache, dann ist es gut. Wenn ich etwas falsch mache, dann trage ich damit eine große Verantwortung, weil es wird viele Menschen, die dann zu mir kommen und sagen, schaut mal, was der Syrer hier macht, schaut mal, was der Migrant hier macht. Die sind doch alle so. Und damit trage ich halt eine zu große Verantwortung. Es gehört inzwischen eigentlich dazu, dass man sich mit diesem Thema beschäftigen sollte, einfach um zu wissen, wie gehe ich damit um und was kann ich tun, dass es gerade Alltagsrassismus eben wie diese klassischen Fragen mit, ach, warum kannst du denn eigentlich so gut Deutsch reden? Und dann denke ich mir, ich bin hier geboren, Leute. Wie kommst du darauf, dass ich es nicht gut könnte? Ich möchte nicht darüber diskutieren, wenn mich jemand fragt, wo kommst du denn her? Und ich sage, aus Franken. Und dann die Gegenfrage ist, ja, aber ich meine so original. Ja, wo denn original? Original komme ich aus Würzburg. Dass man das Verständnis dafür hat, dass man genau sowas nicht mehr fragt, weil ich weiß, man macht es nicht mit einer bösen Absicht. Es ist so drin, dass, weil man so aufgewachsen ist, es ist so drin, dass man es hat, aber man kann was dafür tun, dass man damit gebildet ist, dass es nicht mehr vorkommt. Alle Menschen haben Vorurteile. Alle Menschen schließen aus. Alle Menschen reproduzieren auch Rassismen. Sich selber eben auch immer wieder zu hinterfragen, andere Menschen aufzufordern, sich selbst zu hinterfragen und eben nicht nur das Problem bei anderen zu suchen. Vor allem an unseren Schulen sehen wir ja die Vielfalt unserer Gesellschaft und die Kinder machen sich natürlich Sorgen. Ich habe einen Migrationshintergrund, ich habe eine Migrationsgeschichte. Was passiert jetzt mit mir, wenn die AfD stärker wird? Und für mich persönlich ist es ehrlich gesagt sehr, sehr wichtig, dass dieses Thema sich wirklich im Bildungssystem wiederfindet. Dass man sagt, im Geschichtsunterricht unterrichten wir auch die Kolonialgeschichte von Deutschland. Und zwar verpflichtend. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man darüber redet, damit sich auch sowas niemals wiederholt. Bildet euch weiter. Es gibt so viele Informationen da draußen. Ihr müsst sie einfach nur suchen und lesen und konsumieren. Was mir unglaublich geholfen hat, ist im Internet Quellen dafür zu finden und Informationsräume dafür zu finden, wie es anderen Menschen geht. Gerade auf Instagram als junger Mensch Anschluss zu finden und andere Stimmen zu finden, die sowohl meine Erfahrungen widergespiegelt haben, aber mich auch anderen Erfahrungen näher gebracht haben. Genau in diesen Zeiten ist es besonders wichtig, gegen Rassismus einzustehen. Und zwar nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern aktiv. Vorfälle wie beispielsweise Hanau zeigen, dass Rassismus kein Einzelfall ist und dass Rassismus töten kann. Ich wünsche mir von der Mehrheitsgesellschaft, dass sie anerkennt, dass es rassistische Strukturen gibt. Ich wünsche mir, dass die Mehrheitsgesellschaft dabei hilft, diese Strukturen auch abzubauen. Wir könnten unterschiedlicher nicht sein. Egal ob äußerlich oder innerlich, uns unterscheiden hunderttausende Dinge. Was uns teilt, ist die strukturelle Unterdrückung in unserer Gesellschaft, die einige nicht mal kennen, während sie andere in schier erdrückender Härte zu spüren bekommen. Das Einzige, was uns einen kann, ist unsere gemeinsame Solidarität. Egal ob betroffen oder nicht. Veränderungen bewirken wir nur, wenn wir uns alle gemeinsam der Unterdrückung entgegenstellen. Und dafür braucht es jede und jeden Einzelnen von euch.